gucken Sie jetzt nicht so bruskieren, okay? Ja, ich bin schwanger. Gut, jetzt ist es raus. Ja, ich war selbst total überrascht, als ich es von meinem Arzt erfahren habe. Und das Erste, was ich dazu sagen konnte, war, Herr Doktor, sind Sie sicher, dass es meine sind? Ja, Sie haben richtig gehört. Ich trage Zwillinge unter meinem Busen. Unter meinem extrem üppigen Busen, muss ich dazu sagen. Ich sehe aus wie Dolly Buster. Au, 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 au. Nicht Mama treten. Böse Jungs. Die Zwillinge halten wohl nicht allzu viel von Dolly Buster. Vielleicht werden sie ja schwul. Brad Pitt? Taylor Lautner? Auch nix? Naja, sie haben ja noch massig Zeit, sich dafür zu entscheiden. Oh, zumindest busenmäßig bin ich noch top. Weil von meinem alten Ich ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nicht einmal die Haarfarbe. Okay, Madonna sagt zwar, regelmäßige Veränderung ist gut für die Psyche. Aber ich denke, ein neues Haarstyle hätte gereicht. Auf den Bauch würde ich gern verzichten. Ich finde die Kondome gerade nicht, aber ich werde ganz vorsichtig sein, versprochen. Hä? Ich kann es nicht fassen, dass sie mich von meinem eigenen Mann freiwillig so verbeulen ließ. Und über den Tisch gezogen wurde ich auch. Einmal gebumst, zweimal bestraft. Ein Spermium, doppelte Bälge. Naja, was soll's. Hauptsache, die Zwillinge werden nicht fett. Zwar sind sowohl ich wie auch mein Mann rank und schlank. Naja, ich im Augenblick nicht, aber sonst immer, ne? Ich erinnere mich aber trotzdem, dass eine Cousine meiner Großmutter fett gewesen ist. Und wenn sie ihre Gene an meinen Nachwuchs vererbt, das könnte ich nicht überleben. Also, nicht, dass Sie mich jetzt missverstehen, ne? Ich freue mich natürlich ganz doll auf die Zwillinge. Vor allem, weil ich gehört habe, 2011 soll das Kindergeld erhöht werden. Aber eine neue Garderobe musste ich mir auf jeden Fall zulegen. Neuerdings ist Kleidungsstil Kartoffelsack angesagt, zumindest in meinem privaten Umfeld. Das ist das einzige Abendkleid, in dem ich noch reinpasse und dabei noch atmen kann. Allerdings in dem Kleid was essen ist unmöglich. Naja, macht nichts. Fasten hält schlank, obwohl man im Augenblick bei mir nicht viel davon zu sehen mag. Oh Gott, ich habe schon wieder Hunger. Ich habe Appetit auf eine Riesenportion Walnusseis mit ungarischer Salami und Oliven. Pervers, ne? Aber lecker. Was ich allerdings überhaupt nicht ausstehen kann, sind Brathähnchen. Ja, wirklich. Bloß der Geruch von Brathähnchen könnte mich zum Kotzen bringen. Au, nein, falsch. Bloß der Gedanke an Brathähnchen. Huch, meine Fruchtblase ist geplatzt. Nee, doch nicht. Es ist nur meine eigene Kotze. Scheiß Schwangerschaft. Hilfe! Wie kann ich mehr atmen? Ich erstick an meine eigene Kotze. Ich hab geträumt, Gottes Willen, dass ich brünett bin und schwanger von meinem Mann. Oh, wie furchtbar. Oh, ich und brünett. Und mit Bauch. Obwohl, die Riesenbrüste, die haben mir schon gefallen. Ne? Ja, genau so. Oh. Das macht gleich gute Laune. Das ist... Oh. Gucken Sie jetzt nicht so pikiert. Ich hatte gestern Hochzeitstag und wollte ein bisschen feiern. Und mein Mann ist auf Geschäftsreise in Asien, also musste ich improvisieren. Tschüss.